Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Mario Kart DS. Wir hatten das letzte Mal einen Stern Cup gemacht. Da hier beim nächsten Cup ist noch ein Fragezeichen. Zeichen mussten mit den, das war so Nitro Grand Prix. Und jetzt haben wir den Retro Grand Prix. Und zwar den Panzer Cup. Mit Marios Piste, der Kumu Farm heißt sie diesmal. Peach Piste und die Itz Piste. Dieser Cup erwartet uns heute, darauf können wir uns nochmal freuen. Und als Thema für heute habe ich es nochmal so zurückgegriffen auf Weihnachten und besprechen so ein bisschen über die Weihnachtsgeschenke und über Nintendo und Weihnachten, was zusammenpasst. Das ist das Thema für heute. Und mit den Worten fangen wir mit Grand Prix doch mal an, würde ich sagen. Also los geht's. Wir fahren wie immer mit Mario und demselben Car. Das passt vollkommen. So, auf los geht's los. Und das tut's jetzt. Ja, wie gesagt, Espresso werden wir heute über Nintendo und Weihnachten. Vielleicht habt ihr ja Nintendo Weihnachtsgeschenke bekommen, wenn ja was. Ich habe 3 coole Games von Weihnachten bekommen tatsächlich. Wenn ihr euch erinnert, ich habe mal so eine N64. Und dafür habe ich Legend of Zelda Ocarina of Time mit der Legend of Zelda Majora's Mask bekommen. Bei beiden freue ich mich richtig gut, also freue ich mich richtig sehr darauf. Denn beides sind richtig... Ach, die Bahn geht so schnell. Beides sind richtig coole Zelda-Games, die Spaß machen. Freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, diese spielen. Wäre nämlich dann ganz cool, bei Majora's Mask war so Papa so ein Expansion Pack. Und beim Legend of Zelda Majora's Mask meine ich. Die Expansion Pack habe ich jetzt noch nicht, aber ich kenne die Bekannten. Liebe Grüße an dich, Stefan, falls du das Video siehst. By the way. Also ich warte, ich habe Bekannte das Expansion Pack. Weil er hat doch von deiner Jugend quasi in N64 und er war so lieb und bringt mir erst die Tage vorbei und ich kann es ausleihen. Und dementsprechend könnt ihr euch auch darauf mal auf alles Play freuen, by the way, ist aber ein anderes Thema. Damit habe ich schon mal 2 coole Nintendo Geschenke bekommen. Zu Weihnachten. Und dann als drittes habe ich noch Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze bekommen. Dies war cool. Das sind meine Nintendo-Spiele von diesem Jahr. Und genau, die Nintendo Switch, die werde ich mir selbst im eigenen Geld kaufen. Aber dann werde ich halt supporten und bekomme zum Beispiel zum Geburtstag Spiele dazu und so weiter. Das holt die ganze Sache wieder einigermaßen auf. So, das ist die Kumu-Farm. Nur dasselbe Soundtrack, die Bahn an sich ist anders. Ist aber lustig, weil die Kumu-Strecke zum Beispiel kann ich auswendig, by the way. Ne? Bei dir nicht. Die Strecke sind alle so schon kurz irgendwann, glaub. Das ist angenehm. Denn mit der hat man nicht so lange. Wir haben jetzt bald mit 5 Minuten die ersten beiden Strecken. Weil anderen braucht man dafür 10 oder so, by the way, ne? Ja, schreibt in die Kommentare, was habt ihr so Weihnachten bekommen? Weil Nintendo und Weihnachten, es passt einfach zusammen, ne? Ich sag nur, Donkey Kong Country, Returns Tropical Freeze, gutes Beispiel, spielt immer in der Winterwelt, Super Mario 64, die Weihnachtszeit mit dem Pinguin, werde ich nie vergessen, Klassiker. Auf jeden Fall. Ne? Und dazu kommt dann eben auch noch, letzte Runde schon wieder bei dem Rennen. Oh, ja. Zweimal auf einmal gefickt. Dreimal auf einmal gefickt. So, auf jeden Fall wieder back to topic. Ich weiß nicht, Tim hat einfach ein Händchen fürs Weihnachtsgeschäft. Da hatten sie alle so orientiert, dass die Switch nicht zu Weihnachten raushauen. Werden wir schon noch mal sehen, weshalb.
Aber ja. Sicherlich werden jetzt einige, die sich jetzt letztlich holen, diese Weihnachten wünschen. Da ist Nintendo halt auch wieder ein großes Thema im Weihnachtsgeschäft. Das ist Nintendo ja eh. Ich hatte mir auch überlegt, ein 3DS zu wünschen tatsächlich. Habt jetzt aber noch nicht so kurz vor dem Ziel, Alter! Wenn ich jetzt noch Zweiter gewesen geworden wäre, ich hätte mich so aufgeregt. Ich sag's euch. 5 Minuten für 2 Strecken, Alter. So, weiter geht's. Ja, ich habe ja echt mehr Glück. Ich zeige, es sieht auch cool aus, by the way. Hup, hup. Ja, wie gesagt, so ein bisschen, man kann so öfter mal so Topics anzubauen, so Themen. Jetzt eben das Weihnachtsgeschäft, über das wir gleich so weiterreden werden. Weil ich finde, das ist eigentlich ganz gut, da kann man es halt super nutzen. Ich werde es immer wieder ein paar Mal als nächstes zum Beispiel, werde ich dann nur mal wieder einfach über das Gameplay reden, über das Spiel generell. Dann werde ich ein bisschen einfach über Mario Kart reden. Und das finde ich so eigentlich ganz gut. Handhabt. Jetzt haben wir so nicht weiter runter, oh mein Gott. Wir müssen erst mit dem Thema anfangen, also weitermachen, sonst schaffen wir es nicht in dem Part. Ja, genau, Nintendo Weihnachtsgeschenke war man nämlich. Ja, out. Ich weiß ja nicht, was man es. Ich meine, es ist ja ganz leicht, ne? Wenn man Freund was Weihnachten schenken möchte, kauft man einfach 1-2 Amiibos, verpackt sie und im Zweifelsfall freut sich der Freund darüber, wenn er eine Wii U hat oder ein 3DS. Und ich dann halt happy, ne? Ist eigentlich ganz easy. Wieso werde ich immer abgeschossen, wenn ich mit anderen abschieße? Und bekomme dann einen Platz weiter nach hinten. Das macht keinen Sinn. Außerdem ist das total easy, ne? Ich habe jetzt auch so ein Wisteln. War es ganz cool, ich bin in 9er Klasse. Und da hatte ich ein paar Mal, weil ich einfach andeuten wollte, dass ich so Zelda-Fan bin, hatte so Zelda-T-Shirts an. Und dann ist das passiert, was mir irgendwie ein bisschen Haft hatte. Mein Wisselpater hat dann geschnallt, das ist Zelda Mark, ne? Ich habe mir dann ganz coolerweise einen Zelda-Schlüsselbund geschenkt. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Sieh mal, Nintendo. Ja, hat einfach was irgendwie. Die können Weihnachten, die haben so ein. Ich weiß nicht, ich werde es beschreiben, aber die können Weihnachten, die können, sind einfach gute Weihnachten. Ein Weihnachten ohne Nintendo kann ich mir jetzt nicht mal vorstellen. Tatsächlich. 41, 42, 43. Echt interessante Seiten. So. Dann haben wir schon ein Kaffort. Eine Piste. Dann haben wir die auch. Halleluja. Wisst ihr, also Nintendo 2DS zum Beispiel kostet 99 €. Jetzt auch nicht so das Riesen. Oh nee. Was ist das? Auch nicht so das Riesen Weihnachtsgeschenk. Nur 99 € kann man sich schon mal gönnen zu Weihnachten. Ich werde mich vielleicht auch mal eingönnen demnächst und den unboxen. Wäre erstmal lustig so. So ein Pokémon oder so. Tatsächlich dieses Pokémon Mondgedönse. Mal sehen. Eventuell mache ich das sogar. Oh, fuck. Auf jeden Fall 99 €, der ist jetzt nicht so viel. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Sowas wäre vielleicht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk, ne? Oder eben diese ganzen Set-Bundles, die Nintendo da hat. Ne? Super Mario Maker samt Amiibo und Steelbook zum Beispiel und Wii U. Oder eben einfach was Legend of Zelda Twilight Princess HD, epische CD mit Spiel und Link Wolf Amiibo drin. War schon auch cool, dass wir auch zum Release tatsächlich Gold gab, die ist aber eine andere Geschichte. Also gibt es genügend zu Weihnachtsgeschenke wirklich.
die echt nicht viel kosten. Und damit kann man einen Typ echt happy machen. Denn Nintendo hat auch die ganzen T-Shirts und so weiter. Mit Super Mario drauf oder so. Auch die sind von richtigen Nintendo oder Game Nerd einfach echt cooles Weihnachtsgeschenk. Von Retro-Konsolen gar nicht abzusehen, ne? Beispiel NES Classic Mini, wenn es die mal wieder gibt. Auch ein cooles Weihnachtsgeschenk. War von Nintendo, glaube ich, ursprünglich zu Weihnachten geplant, wenn ich nicht so dermaßen ausgegriffen werde. Weshalb sie auch im November sehen ist, Punkt ist im Weihnachtsgeschäft. Wollte das denn machen? Ich hab mir jetzt Glück geholt. Wie ihr wisst. Wie ich auch im Video gezeigt habe. Wie ist jetzt Gegenverkehr? Das habe ich gerade gar nicht verstanden. Ist ein Bug oder sowas eigentlich? Aber dann werde ich jetzt weiter und ich werde mich tief darüber ausregen, weil es wirklich so mein letztes Rennen war, wo ich mal nicht Erster werde mit dem Cup. Aber es werde es. So, nice! Ey, der Part ist mit 11 Minuten nicht lang, was wir machen. Der andere war länger. Ne, die Strecken sind halt alle nicht so lang. So, um Fazit von dem Part zu bekommen, Nintendo Silber Weihnachtsgeschenke, Nintendo Winter, also Winter Weihnachten und Nintendo passen zusammen. Und Weihnachten und Nintendo konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch netterweise vom örtlichen Elektronikladen einen coolen Weihnachtsaufsteller bekommen. Vielleicht blende ich das mal ein Bild an. Der wird ab jetzt auch Teil von meiner Weihnachtsdeko jedes Jahr sein. Nintendo gehört wirklich schon zu Weihnachten bei mir einfach dazu. Wie ist das bei euch? Schreibt in die Kommentare. Gehört Nintendo auch bei euch hinzu? Bam, Digga! Ich bin Platz A. Auch wenn der Typ aussieht wie so eine Atemmaske. Coole Sache. Schreibt wie gesagt in die Kommentare, was haltet ihr von Nintendo und Weihnachten? Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.